Das kleine Dorf Stolpe im Süden Usedoms, nahe der Haffküste gelegen, kann auf eine 800-jährige Geschichte zurückblicken. Nach 1990 wurde die gesamte Struktur des Dorfes einer Veränderung unterzogen. Neue Häuser entstanden, viele davon für Feriengäste. Hauptanziehungspunkt ist das Schloss Stolpe. Die Veränderung des Schlosses seit der Gründung eines Fördervereins 2001 bis heute sind ein Bilderbuchbeispiel für das Arrangement breiter Schichten der Bevölkerung. Bevor wir uns im Schloss umsehen, gehen wir erst einmal in der auf dem Gutshof befindlichen Remise ein Gourmet-Restaurant speisen. Nach dem Essen schreiten wir nun zur Besichtigung. Beeindruckend ist das Vestibül des Schlosses. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Von der umlaufenden Galerie gehen alle Zimmer ab.
Bücher um zu stöbern und mitnehmen findet man im Bücherbazar. Die Schlossbibliothek lädt zum gemütlichen Verweilen und zum Lesen ein. Das Schlafzimmer mit einem angrenzenden Badezimmer. Für Familienfeiern, Hochzeiten und Trauungen kann man diesen Raum mieten. Zu dem höchsten Punkt des Schlosses, das Turmzimmer, gelangt man über den Dachboden, wo mehrere Schautafeln die Geschichte des Schlosses erklären. Aus einer Höhe von 20 Metern blickt man auf das Gutsgelände. Zurück ins Vestibül beenden wir den Rundgang durch das Schloss. Wieder in Ahlbeck stellen wir fest, dass langsam die Nacht hereinbricht. Die Gaststätte auf der Seebrücke ist ein wahrer Augenschmaus. Der verwinkelte Gastraum strahlt Beschaulichkeit aus. Das Lokal im Lokal, die Kocke, präsentiert sich maritim. Hier beenden wir bei einem Glas Wein den Tag. Ein
Guten Abend. Guten Abend. Hast du heute noch? Ja. Hallo? Ja, ist frei.